Dieser Prozess ist wohl einmalig in der deutschen Rechtsgeschichte, denn zum ersten Mal stand ein Nichtdeutscher, nämlich John Demjanjuk, wegen Massenmordes an Juden in einem Vernichtungslager vor Gericht. In 1,5 Jahren Prozessdauer gab es über 500 Beweisanträge und das Plädoyer des Verteidigers dauerte allein 5 Tage. Heute wurde das Urteil gesprochen. Mord an 28.000 Menschen, die zwischen März und September 1943 in den Gaskammern des Vernichtungslagers Sobibor in Polen umkamen. Demjanjuk war zu dieser Zeit einer der sogenannten fremdvölkischen Wachmänner, die die Deportierten in die Gaskammern trieben. Diese Überzeugung sind die Richter des Münchner Landgerichts, nachdem sie sich 1,5 Jahre lang mit Hunderten von Dokumenten beschäftigt, Dutzende von Sachverständigen als Zeugen vernommen hatten. Quasi ins Rollen gekommen waren die Ermittlungen durch diesen Dienstausweis. Er war von der SS auf einen Iwan Demjanjuk ausgestellt worden. Sachverständige hatten ihn als echt eingestuft. Iwan sei John. Eine Fälschung des sowjetischen KGB sei das, behauptete dagegen immer wieder der Wahlverteidiger von Demjanjuk, Ulrich Busch. Und überhaupt seien die Richter befangen. Eine Verschwörung sei gegen seinen Mandanten im Gange. Er sprach von Folter, Justizskandal und Schauprozess. In einer Pause der Urteilsverkündung legte er heute bereits Revision zum Bundesgerichtshof ein. Dieses Gericht hier war nach meiner Überzeugung schon vom ersten Tag davon überzeugt, dass Herr Demjanjuk schuldig sei. Ich habe das auch in 22 Befangenheitsanträgen dokumentiert. Und am Ende kommt das raus, was ich am Anfang auch von vornherein gesagt habe. Das Urteil eines insgesamt zu Lasten des angeklagten befangenen Gerichtes, welches niemals offen geprüft hat, ob Herr Demjanjuk irgendetwas im Lager Sobibor getan hat oder nicht. Der Verteidiger gibt keine Ruhe. Sie haben gehofft, durch eine Verurteilung Demjanjuks Ruhe zu finden. Mehr als 30 Nebenkläger, einige von ihnen Überlebende von Sobibor, die meisten Kinder, deren Eltern dort ermordet wurden. 5 Jahre ist mehr, als ich erwartet hatte. Und das, ich kann nicht sagen, das freut mich, aber das tut mir gut. Wenn ich wieder die Namen meiner Eltern höre und bedenke, dass die erste Arbeitsstaat von Demjanjuk in Sobibor das Mithelfen zum Mord meiner Eltern war und das nochmal bestätigt höre, ist das emotionell. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Urteil. Für mich ist das Schluss an diesem Moment. Manche von ihnen sagten, ein Schuldspruch sei für sie wichtig. Um Strafe gehe es ihnen nicht unbedingt. Für andere dürfte es ein Schlag gewesen sein, dass das Gericht Demjanjuk trotz des Urteils auf freien Fuß setzte. Wegen seines Alters, der 2 Jahre Untersuchungshaft und weil das Urteil noch nicht rechtskräftig sei.